Nach dem atemberaubenden Finale der ersten Staffel von The Night Agent schauen wir uns mal an, wie und ob es überhaupt mit einer zweiten Staffel weitergehen wird. In der ersten Staffel schafft es unser Night Agent Peter Sutherland mit Hilfe der Tech-Expertin Rose Larkin. Wir rauben sie nicht aus, Rose, ich will die Führerscheine. Oh, okay. Eine große Verschwörung aufzudecken und der Präsidentin der Vereinigten Staaten das Leben zu retten. Am Ende sehen wir, wie Peter in ein Flugzeug steigt, um seinen nächsten Auftrag als Night Agent anzunehmen. Wie die Präsidentin schon Peter erklärte, ist das Night Action Programm kontinentübergreifend. Rose bleibt zurück und damit endete die erste Staffel. Ist also eine zweite Staffel geplant? In einem Interview mit Deadline sagte der Showrunner und Erfinder der Serie, Sean Ryan, dass die Serie, die auf einem Buch basiert, in jeder Staffel für sich alleine eine größtenteils abgeschlossene Geschichte erzählen sollte. Mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Das heißt, dass wenn es eine weitere Staffel geben sollte, einige wenige, aber nicht die meisten der Charaktere zurückkehren würden, die wir in der vorherigen Staffel gesehen haben. So sah der Plan aus. Sean Ryan wollte, dass wir als Zuschauer schon in der ersten Staffel erfahren, was es mit Peters Vater auf sich hatte und was die große Verschwörung war. Er wollte, dass die Zuschauer ihre Antworten bekommen, ohne dass sich die Geschichte gestreckt anfühlte. Sollte die Serie um eine weitere Staffel oder auch Staffeln verlängert werden, haben er und sein Team vor, uns eine ganz neue Geschichte mit einigen wieder auftauchenden Charakteren aus der ersten Staffel zu erzählen. Es könnte also darum gehen, was es bedeutet, dass Peter ein Night Agent ist, wohin er als nächstes gehen wird, jetzt wo Rose zurück nach Kalifornien geht, um ihre Karriere als Technikerin neu zu starten, was wird dann aus Peter und Rose? Das sind alles Fragen, die Sean Ryan gerne in einer weiteren Staffel beantworten würde. Und er hofft sehr, dass er und sein Team die Gelegenheit dazu bekommen. Bisher wurde noch keine weitere Staffel von Netflix angekündigt. Wir müssen uns wohl die nächsten Wochen zurücklehnen und abwarten, ob sich die Serie mehr als genug Leute angeschaut haben, damit sie verlängert wird. Somit können wir nur auf das Beste hoffen. Wie fandet ihr die erste Staffel von The Night Agent? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.